Hallo liebe Coaches, Platzstürmer und Hooligans. In der heutigen Spezialvorlesung lüften wir einmal den Schleier der Welten und schauen in eine andere potenzielle Zeitlinie unserer geliebten Welt. Heute geht es um ein Spektakel, in dem Blut, Schweiß, Leidenschaft und Teamgeist ihren Höhepunkt erreichen. Ein Wettkampf, der gewaltige Stadien in brodelnde Hexenkessel verwandelt. Ein Spiel wie kein anderes. Heute geht es um Blood Bowl. Die Welt von Blood Bowl hat ihren Lauf ähnlich der unseren genommen. Menschen, Zwerge, Orks und Elfen lebten in Zwist, Krieg und Blutvergießen nebeneinander. Konflikte wurden in gewaltigen Schlachten ausgetragen, in denen Tausende ihr Leben verloren. Bis eines Tages eine dieser Schlachten, eine besonders blutige Auseinandersetzung zwischen Grünhäuten und Zwergen, eine uralte Arena im Gebirge freilegte. Beide Armeen waren so verwundert von dem Anblick, der sich ihnen bot, dass sie aufhörten zu kämpfen. Seltsame Symbole, merkwürdige Bilder und andersartige Rüstungen zierten die verzweigten Räume der Arena. Markierungen und Linien durchzogen den Boden und der Ork-Boss Munk fand ein uraltes Grimoire, das weder die Zwerge noch die Orks lesen konnten. Der Fund übte eine unfassbare Faszination auf beide Rassen aus, denn was folgte, war ein absolut bemerkenswertes Ereignis. Zwerge und Grünhäute begaben sich gemeinsam auf die Suche nach einem uralten Seher, der ihnen helfen sollte, das geheimnisvolle Buch zu übersetzen. Der gefundene Wälzer stellte sich als religiöser Text des Gottes Nuffel heraus. Ihm zu Ehren beschrieb das Buch ein heiliges Spiel. Ein Spiel, in dem 11 Spieler gegen 11 Spieler antreten, um einen ovalen Ball in der Endzone der Gegner zu landen. Sowohl Orks als auch Zwerge einigten sich darauf, ihren Konflikt durch diese erste aller Blood Bowl-Konflikte zu klären. Und obwohl niemand den Sieger dieser denkwürdigen Partie kennt, waren die Folgen monumental. Beide Fraktionen trugen Blood Bowl in die Welt und der heilige Seher und Bewahrer des Regelwerks wurde zum ersten Commissioner einer neu gegründeten Liga, der NAF, der Nuffle Amorical Football League. Über die Lebenszeit des Commissioners, der als Zwerg ein stolzes Alter von 192 Jahren erreichte, formte sich die NAF zu einer funktionierenden Liga mit 16 teilnehmenden Teams. Durch die NAF wurde ein einheitliches Regelsystem zwischen den Teams der neuen und alten Welt etabliert. Aus Gründen der Anreise und Praktikabilität entschied man sich weiterhin, die beiden Welten in getrennte Conferences, also Lokalligen, einzuteilen. Spiele zwischen den Conferences würde es nicht geben, mit Ausnahme des Finalspiels der beiden Conference-Gewinner, die im alljährlichen Blood Bowl-Final um die Trophäe der NAF kämpften. Unter dem zweiten Commissioner Jim Thorpe wurde ein System für Nachwuchsspieler etabliert, das gemeinhin als The Crush bekannt wurde. Im Crush versammeln sich die besten jungen, teamlosen Spieler in einem großen Raum mit nur einer Tür. Auf das Startsignal stürmen dann alle Spieler gleichzeitig los, drängen sich durch diese eine Tür und rennen zu dem Raum ihres Wunschteams. Bei diesem Event ist die Zahl der Todesopfer natürlich gewaltig, doch das wird allgemein als gute Vorbereitung auf die Profikarriere betrachtet. Der Crush ist aber nicht die einzige Möglichkeit, über die Teams neue Spieler rekrutieren können. Mannschaften mit starken Familien- oder Stammestraditionen erhalten ihre Spieler oft aus eigenen Nachwuchsprogrammen. Besonders Grünhäute, Zwerge und Oger bevorzugen diese Variante. Doch all das war nur der Anfang, denn mit dem dritten Commissioner, Jorge Hellhound, sollte Blood Bowl zur globalen Sensation mutieren. Bisher war es den Scharen an Fans nur möglich, ihr Team spielen zu sehen, indem sie anreisten, ein Ticket kauften und in den Rängen der Arena mitfieberten. Hellhound jedoch erarbeitet mit Hilfe des magischen Kollegs von Altdorf eine neuartige Technologie der Bildübertragung: Cable Vision. Mit Hilfe magischer Linsen, den Kameras, konnten die bewegten Bilder und Geräusche des Spiels live an Empfängerkästen auf der ganzen Welt übertragen werden. Schnell formten sich Organisationen, die diese Technologie im großen Stil nutzten und die Übertragungsrechte an der NAF kauften. Wichtige Medienanstalten, die bisher das Recht an Blood Bowl Finals erstanden haben, sind Channel 7, das Necromancers Broadcasting Circle, Crystal Ball Services und zuletzt die Association of Broadcasting Conjurers. Der Preis des Finalspiels steigerte sich von 714 Goldkronen im ersten Jahr der Übertragung auf 12 Millionen Kronen für das jüngste Finale. Besonders durch die Beteiligung von Sponsoren wie Budweiser Bier strömten Unmengen an Geld in den Sport. Mit dem offiziellen Start der vereinten NAF-Regeln in 2409 des imperialen Kalenders und den ersten übertragenen Spielen knapp 20 Jahre später boomte die Blood Bowl-Industrie wie nie zuvor.
Die folgenden 60 Jahre waren eine goldene Zeit für den Sport. Das NAF-Hauptquartier wurde nahe der ursprünglichen Fundstelle des Regelwerks etabliert, zusammen mit einem Sportmuseum und einer Hall of Fame für die besten Mannschaften und Spieler. Nichts schien die NAF aufhalten zu können, als man mit dem Finale der Saison 88-89 zwischen den Reichland Reavers und den Darkside Cowboys einmal mehr einen Zuschauerrekord verbuchte. Doch das Finalspiel sollte alles andere als eine Sternstunde des Sports werden. Während auf dem Feld ein absoluter Krieg zwischen den Teams der Imperialen und Dunkelelfen wütete, stahl sich NAF-Commissioner Nick Threehorn mit dem gesamten Vermögen der Liga davon und nahm gleichzeitig einen Großteil der elfischen Cheerleader mit. Das Spiel wurde in Panik abgebrochen und schickte die NAF in eine Spirale des Chaos, in der Egoismus, Raffgier und Inkompetenz die einst große Organisation in den Ruin trieben. Bereits ein Jahr später erklärte sich die NAF offiziell bankrott. Die Zeit nach dem Verfall der NAF war das absolute Chaos. Viele Teams verloren ihre Stadien, ihre besten Spieler und mussten wie ein umherziehender Zirkus in irgendwelchen Dörfern spielen, um zu überleben. Auch die Sender der Cablevision und natürlich die Sponsoren erlitten gewaltige Verluste. Denn ohne die großen Spiele in den großen Arenen gingen auch ihnen haufenweise zahlende Kunden verloren. Etwas musste geschehen. Die ersten, die genug Mut und Geld in die Hand nahmen, waren der Sender NBC, der Necromancers Broadcasting Circle und der Sportausrüstungshersteller Orkidas. Mit ihren kombinierten Bemühungen wurde der erste Chaos Cup Pokal in einem riesigen Turnier vergeben. Das Turnier war ein organisatorischer Albtraum, doch die Fans an den Cablevision Geräten schauten die Spiele in den Millionen. Das Endspiel zwischen den Marauders und den Dwarf Giants übertraf sogar die Zuschauerzahlen des 89er Blood Bowl Finals. Mit dem gewaltigen finanziellen Erfolg des Chaos Cup organisierten weitere Sponsoren und Medienhäuser offene Turniere. Aus den Massen an Versuchen bildeten sich 4 Turniere heraus, die für die nächsten Jahrzehnte als die Major Tournaments den Platz an der Spitze des Sportes einnehmen sollten. Der Chaos Cup, die Blood Bowl Championship, die Spike Magazine Trophy und der Dungeon Bowl. Aus diesem freien System entstand eine neue Blood Bowl Mentalität und Wirtschaftsstruktur. Stadien wurden nun von Städten, Organisationen gekauft und Teams wurden bezahlt, dort Matches zu spielen. Viele lokale Medienvertreter schlossen Verträge mit den Stadionbesitzern ab und so wurde der Sport immer mehr lokalisiert. Teams reisen nun durch die Welt und sammeln Erfahrung sowie Prestige in den Arenen der Welt. Alle mit dem Ziel, genug Unterstützung und Bekanntheit zu erlangen, um an einem der 4 Major Tournaments teilnehmen zu können. Seither gab es eine Explosion an kleinen, hoffnungserfüllten Teams, die ihre Reise aus den Wiesen ihrer Heimat antreten, um eines Tages die große Trophäe in die Höhe recken zu können. So, meine Lieben, ich hoffe, diese Exkursion hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über die wilde Welt von Blood Bowl erfahren wollt, gebt dieser Folge doch einen Daumen nach oben. Ihr wisst, ich bitte nicht oft darum, aber bei neuen Formaten ist es echt hilfreich, um mir zu zeigen, ob ihr Bock habt oder nicht. Wenn ihr weiterhin Bock habt, das PC-Spiel Blood Bowl einmal zu sehen, dann schaut dienstags um 18 Uhr bei mir im Stream vorbei. twitch.tv/ursaking1, dort spielen wir ein Community-Turnier. Besonderen Dank verdienen natürlich meine Patrons und Kanalmitglieder. Shoutout geht an meine Lehrmeister. mzor94, Andi, Baron Harkon, Beutolov, Dirk Fellechner, Jack, Kosak Struganov, Soldier und Warlocks Krack. Bis zum nächsten Mal. Bleibt glorreich!